So greift FitX MacFit an. Wird FitX das neue größte Discounter-Studio in Deutschland werden? Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute geht es weiter mit den Studioanalysen. Ich habe ja schon 3 Videos gemacht. Einmal zu MacFit, einmal zu John Reed und einmal zu Fit One. Die kannst du dir hier oben nochmal kurz anschauen. Und heute soll es, wie gesagt, um FitX gehen. Wie schafft es FitX eben den deutschen Discountermarkt anzugreifen? Das werde ich dir in diesem Video verraten. Es geht einmal um das Konzept und das Angebot von FitX im ersten Punkt. Dann zweitens geht es darum, wer überhaupt dahinter steckt. Drittens werden wir uns die FitX Family anschauen, was ich sehr interessant finde. Viertens einmal die Kundenmeinungen und fünftens einmal ein bisschen die Facebook- und Online-Arbeit, die FitX bis jetzt so leisten. Also fangen wir mal ganz vorne an mit dem Konzept und der Ausstattung von FitX. Das Konzept von FitX beruht eigentlich darauf, dass sie eben einfach den deutschen Discountermarkt übernehmen wollen und eben MacFit stark angreifen wollen. Wie sie das Ganze machen, beschreibe ich jetzt mal kurz mit dem Angebot, das sie momentan haben. Also sie haben natürlich einmal das ganz normale Training und welche Geräte haben sie dort drin. Sie haben Hammerstrength-Geräte drin und Technogym-Geräte, was eigentlich ziemlich gute Gerätehersteller sind und wo sie schon mal so einen kleinen Vorteil gegenüber MacFit haben. Die haben ja meines Wissens nach Gym 80 Geräte drin und wenn man jetzt eben Geräte, also für Geräte auf Geräte Wert legt, dann ist FitX da schon mal in einem kleinen Vorteil. Dann ein großer Vorteil, wie ich finde, sind einmal natürlich zweitens die Kurse. Die machen Kurse mit echten Mitarbeitern, mit echten Menschen und das ist eben was ganz, ganz anderes, als eben nur Cyberkurse anzubieten, weil eben der persönliche Kontakt in einem Fitnessstudio wichtig ist, meiner Meinung nach. Dann drittens ist die Trainerbetreuung, so wirkt FitX zumindest im FitX halt einfach besser. Ich habe gelesen, dass eben pro Standort 25 Mitarbeiter zuständig sind und da kann man natürlich viel besser betreuen und sie versuchen auch immer, dass alle FitX-Studios auf einer Ebene sind. Das heißt, dass sich das Ganze nicht so verteilt wie bei Fit One, weil wenn es über mehrere Etagen verteilt ist, kann man natürlich einfach nicht so gut betreuen. Dann sind immer noch die Duschen mit inklusive, es gibt noch Getränke, die mit inklusive sind, kostenfreie Parkplätze natürlich und das Ganze ist 24 Stunden lang geöffnet und man kann mit einer Karte in ganz Deutschland in allen FitX-Studios trainieren. Das heißt, hier haben wir schon einige Vorteile sozusagen von FitX gegenüber MacFit, wie FitX eben versucht, den Kundennutzen zu erhöhen und eine bessere Leistung zu bieten und das Ganze halt eben auch noch zu einem günstigeren Preis von nämlich 15 Euro. Bei MacFit liegt er ja bekanntlicherweise bei 19,90 Euro. Und ja, das ist so das, wie sie eben versuchen, MacFit anzugreifen. Sie wollen eben bis 2018 100 Standorte in Deutschland eröffnet haben und wollen eventuell auch in Österreich und Schweiz expandieren. Bis jetzt haben sie 49 Standorte eröffnet seit 2009 und da bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt innerhalb von einem Jahr noch aufgeht, dass sie 51 weitere Studios eröffnen werden. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Wer steckt denn eigentlich hinter FitX? Und zwar ist es Jakob Fati. Der ist jetzt um die 40 Jahre alt und ist erst 1998 nach Deutschland gekommen und hat dann eben dabei geholfen, die MacFit Global Group aufzubauen. Das heißt, er war die rechte Hand von Rainer Schaller und konnte ihm eben viel über die Schulter schauen und sogar auch natürlich viel von ihm lernen. Nach einigen Jahren gab es dann aber einen großen Streit und die zwei haben sich verfeindet. Es gab sogar einen Gerichtsprozess, bei dem dann Fati 250.000 Euro an Schaller zahlen musste und ja, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich gemacht und deswegen auch eben die große Konkurrenz jetzt zu MacFit. Ende 2009 hat dann Fati das erste FitX gegründet, das war in Essen und seitdem haben sie eben 49 Studios miteinander aufgebaut. Wer da übrigens noch Teilhaber ist oder Gesellschafter bei FitX ist Burkhard Reves und der ist wiederum auch noch Geschäftsführer bei der Schmidt-Gruppe. Und diese Schmidt-Gruppe, jetzt geht es ein bisschen um die Ecke, aber diese Schmidt-Gruppe ist auch wieder, kommt auch wieder aus der Spielothekenbranche, ähnlich wie bei Fit One. Das heißt, die stellen Spielautomaten her, sind auch in der Immobilienbranche tätig und als IT-Dienstleister. Und daran merkt man natürlich auch wieder, dass hier ein großer Geldgeber dahinter steckt, der die schnelle Expansion von FitX eben möglich macht und der einfach sehr viel Geld rein investieren kann und deswegen konnten sie eben auch in den kurzen Jahren 49 Studios eröffnen und eventuell auch noch bis 2018, sagte 100 Studios in Deutschland aufmachen. Woran man auf jeden Fall merkt, dass Fati was von Schaller gelernt hat, ist an der momentanen Filmphilosophie. Denn es heißt FitX for all of us, das heißt FitX Fitness für alle und damals war ja auch der Spruch von MacFit die Fitnesshalle für alle. Das heißt, das hat Fati hier wieder aufgegriffen und sie schreiben auch auf der Webseite, dass halt die Vision oder die Philosophie des Unternehmens ist, eben Fitness für alle zugänglich zu machen und ja, das ist sozusagen dieses alte MacFit-Konzept wieder ein bisschen aufgerollt, ein bisschen neu verbessert, was ich auch ziemlich interessant finde und es zieht sich eigentlich auch so durch die ganze Webseite, durch das ganze Marketing, dass eben Fitness für alle eben möglich ist und dass es sich auch zum Beispiel alle leisten können durch den günstigen Preis von 15 Euro.
Kommen wir nun zum dritten Punkt, der FitX Family. Was ist damit eigentlich überhaupt gemeint? Und zwar sind damit die Mitarbeiter von FitX gemeint. Denn FitX hat auch eine weitere Vision, und zwar der beste Arbeitgeber der Welt zu werden. Was machen die dafür? Einmal kann man auf der Webseite als Mitarbeiter ein ausführliches Feedback geben, wie man sich als Mitarbeiter bei FitX fühlt. Da wird man dann verschiedene Sachen gefragt, und das wirkt zumindest von außen so, oder wenn man sich diese Webseite anschaut, sieht es so aus, als wäre dieses Unternehmen sehr mitarbeiterorientiert und würde auf jeden Fall großen Wert darauf legen, was die Mitarbeiter von ihnen denken. Was man da auch zum Beispiel dran sieht, ist, dass sie einen FitX-Workshop gemacht haben. Das heißt, sie haben viele FitX-Mitarbeiter nach Berlin eingeladen, haben da sozusagen so eine Art Workshop gehalten. Zum Mittagsgarten haben sie auch zusammen gegessen, ein bisschen zusammen trainiert, verschiedene Aufgaben gelöst und sowas. Und ja, einfach so eine Teambuilding-Maßnahme gemacht, was ich eben auch positiv finde, sodass man eben als Mitarbeiter von FitX sich als Teil einer großen FitX-Familie fühlt. Ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Und ja, ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Sie schreiben auf der Webseite, dass sie da in dem Punkt auf jeden Fall noch viel vorhaben. Und ich bin natürlich auch immer der Meinung, dass wenn eben die Mitarbeiter zufrieden sind, wirkt sich das natürlich auch auf die Kundenzufriedenheit mit aus. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall einen coolen Ansatz, dass FitX eben diese Vision hat, der beste Arbeitgeber der Welt zu werden. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 4, der Kritik und den Kundenmeinungen von FitX. Bei den letzten Videos haben wir es ja schon teilweise mit angesprochen. Bei FitOne zum Beispiel war es so, dass es in den Studios, die schon 2-3 Jahre alt waren, ja, schon so ein bisschen negative Stimmung geherrscht hat. Das Studio ist ein bisschen runtergekommen natürlich als am Anfang. Das Publikum wird häufig kritisiert, die Sauberkeit wird vielleicht etwas kritisiert, und bei McFit wird häufiger ein bisschen das Personal kritisiert. Und bei FitX habe ich das Gefühl, dass es in den Bewertungen eine bisschen positivere Stimmung herrscht. Das heißt, dort wird häufig geschrieben, dass das Personal im Endeffekt nett und freundlich ist, dass sie einem auch gerne helfen zum Beispiel. Natürlich gibt es vereinzelt immer irgendwelche Beschwerden, aber zum Beispiel auch die Sauberkeit wird häufiger gelobt als bei den anderen Bewertungen. Aber was natürlich auch ein Kritikpunkt ist, das kann man, glaube ich, als großer Discounter nicht vermeiden, dass es eben zu den Stoßzeiten einfach extrem voll ist. Ja, also das, glaube ich, lässt sich nicht vermeiden, und das ist, glaube ich, in allen großen Discounter-Studios so der Fall. Manchmal wird auch hier das Publikum kritisiert, aber ich denke, das ist so ein bisschen standortbezogen. Je nachdem, wo das FitX sich eben befindet, ist natürlich auch das Publikum etwas unterschiedlich. Und hier können wir wieder ein bisschen Bezug zu Punkt 3 der Mitarbeiterorientierung herstellen, denn vielleicht bringt ja diese Mitarbeiterorientierung von FitX wirklich was, und diese FitX-Workshops, dass das Personal eben zufriedener ist und damit eben auch freundlicher zu den Kunden und eben auch den Kunden gerne hilft. Und jetzt am Ende im Punkt 5 möchte ich noch kurz auf das Facebook- und Online-Marketing von FitX eingehen. Und zwar ist es jetzt so, dass FitX eine zentrale Seite hat, die auch über 100.000 Likes hat und halt aber auch für jedes Studio eine extra Seite hat. Aber auf diesen Studio-Seiten passiert eigentlich nicht viel, außer dass eben auch die große FitX-Seite verlinkt wird. Auf der großen FitX-Seite gibt es ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Das machen sie so mittelmäßig gut, finde ich. Einmal posten sie zum Beispiel manche auch lustige Sachen, was auf Facebook gut funktioniert. Manchmal auch echt informative Sachen. Aber bei fast jedem Post sind eigentlich die Texte zu lang. Ja? Das heißt, wenn ein Text wirklich über mehrere Zeilen geht, manche sind sogar 10 Zeilen oder sowas lang, sowas funktioniert einfach nicht so gut auf Facebook und wird einfach nicht so oft gelesen wie eben kurze und prägnante Texte. Und was ich auch so ein bisschen ja nicht so gut fand, ist, dass manche Posts eben auf Instagram und Facebook die gleichen sind. Und ja, das sollte eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall sein, sondern da sollte der Content schon ein bisschen unterschiedlich sein. So, jetzt bin ich am Ende meiner 5 Punkte angekommen. Ich bin natürlich mal auf deine Meinung extrem gespannt. Schreib mal unten hier in die Kommentare runter, was du besser findest, FitX oder McFit, und was du für Erfahrungen du schon mit FitX gemacht hast. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ich dich in meiner Facebook-Community-Gruppe begrüßen kann, Karriere als Fitnesstrainer. Die verlinke ich dir hier unten auch nochmal. Dort tauschen wir uns als Fitnesstrainer immer gegenseitig aus und können uns da super Fragen beantworten, wenn man mal so eine spezifische Frage eben zu Fitnesstrainer-Themen hat. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Tim Finalzig, Karriere als Fitnesstrainer, und ciao.